auch schon ganze 7 Leute von euch da. Excuse me. Und ja, der heutige Livestream ein ganzes Stück später als sonst, auch aus einer ganz anderen Location. Und ganz intelligent, wie ich bin, habe ich auch noch mein Mikrofon vergessen. Das heißt, ich hoffe, dass der Ton einigermaßen okay ist und auch das Internet. Ich benutze nämlich hier das Hotel-Internet. Ich hatte gerade gesehen, dass da schon irgendwo ein Kommentar war und jetzt ist er war schon weg. Ach so, Natalie hat gesagt, hallo, eben schon gedacht, Mist, Stream verpasst. Welch glückliche Fügung, dass es heute später startet. Ja, genau, sehr schön, Natalie, dass du jetzt einschaltest und jetzt einen Livestream kriegst. Auch der Daniel ist da, der hat Hallo gesagt. Und dann haben wir außerdem Flynn ist da. Man hört dich gut, das freut mich. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Tobias ist auch da. Hallo. Und Mr. Max sagt auch Hallo. Ja, genau. Hallo, hallo, hallo. Preya ist auch da. Hi, Preya. Mittlerweile sind wir 13 Leute. Das freut mich sehr. Genau. Oliver. Hi, Oliver. Ich hatte ja schon mal erwähnt im letzten Livestream, dass ich ab Freitag, jetzt seit Freitag, eine 7-tägige Reise mache als Reiseleitung für ein paar Deutsche. Und wir sind mittlerweile bei Tag 3. Der ist jetzt gerade endlich vorbei. Wir sind gerade eben erst im Hotel angekommen. Und ich dachte mir, ich könnte euch ja einfach mal mein Hotel heute zeigen und euch im Allgemeinen ein bisschen über Luxushotels in Japan erzählen, zumindest meine Erfahrungen der letzten 2 Tage oder was ich bisher sonst noch immer so im Leben hier in Japan an Luxushotels mitgekriegt habe und natürlich wie immer alle eure Fragen beantworten. Und ich bin jetzt natürlich in meinem Hotelzimmer, das werde ich euch auch gerne sehr, sehr kleinstlich vorstellen. Ich würde aber auch gerne ein bisschen im Hotel selber rumlaufen, soweit das irgendwie möglich ist, um euch da so ein kleines bisschen, ja, das zu zeigen. Es ist natürlich jetzt 8:30 Uhr abends, also es ist wahnsinnig dunkel. Deswegen hoffe ich mal, dass ich euch trotzdem alles irgendwie schön zeigen kann, dass das alles ganz hübsch aussieht. Aber das sehen wir dann. Genau. Außerdem weiß ich nicht, ob man es sehen kann, aber ich habe den Mördersonnenbrand. Sowohl auf der Stirn, auf der Nase und auf der Brust. Wir waren nämlich heute auf Sakushima, das ist eine Kunstinsel hier in der Aichi-Präfektur. Und ja, die Sonne hat geschienen, es war das perfekte Wetter, um eine Kunstinsel zu besuchen. Und wer hat vergessen, Sonnencreme dran zu machen? Die Lena hat das natürlich vergessen. Und deswegen bin ich jetzt gestraft mit einem wunderschönen roten Gesicht für die nächsten paar Tage. Genau, also, dann hatten wir sonst noch Kommentare. Oliver, Marke hat gewunken. Flynn ist schon gespannt. Der Andreas sagt Hallo zusammen. Und Cho Shinjo sagt schön von Mr. Nippons Oktoberfest-Stream gleich mal hier rüber. Das freut mich aber. Mr. Nippon ist ja gerade fertig geworden mit seinem Livestream. Ich habe nämlich gesehen, dass er einen Livestream vom japanischen Oktoberfest macht gerade und dachte mir so, oh nein, wenn ich mit ihm konkurrieren muss in dem Sinne, dann verliere ich natürlich. Aber wenn er gerade fertig geworden ist, dann wäre das ja ganz cool, wenn so ein paar Leute, die da beim Oktoberfest-Livestream bei Mr. Nippon dabei wären, jetzt noch gleich zum Luxushotel-Livestream bei Japan Haut nach vorbeischauen. Das wäre natürlich am coolsten. Ja, genau, Stream ist fertig. Okay, das ist gut zu wissen. Sehr schön. Flynn sagt, oh, das kenne ich selber leider nur zu gut. Ich hoffe, es fühlt sich bald besser an mit meinem Sonnenbrand, mit meinem wunderschönen. Ja, so schlimm fühlt sich es Gott sei Dank noch nicht an. Das wird sich später zeigen, wenn ich versuchen werde, nach diesem Livestream hier in den Onsen zu gehen. Wie sich das so im heißen Wasser anfühlt. Das wird dann nämlich ein Spaß. Bevor wir losgehen, glaube ich, erzähle ich euch noch ein kleines bisschen über meine letzten paar Tage. Und dann zeige ich euch das Hotel, wo ich gerade bin. Genau, also meine Tour hier, 7-Tages-Tour, die hat am Freitag angefangen. Und zwar damit, dass ich mit dem Shinkansen nach Tokio gefahren bin, von Nagoya aus. Und zwar zum Haneda Flughafen, um dort meine Gäste abzuholen. Das Ganze hier soll eine Luxusreise sein, also da kann ich euch jetzt ein bisschen erklären,
wie Luxusreisen in Japan aussehen könnten für diejenigen, die da Interesse haben. Wir sind nämlich zum Beispiel mit einem Privatauto vom Flughafen zur Shinagawa-Station gefahren, also mit einem großen Taxi. Wir sind 6 Leute. 5 Leute kamen aus Deutschland und mich. Und ja, mit dem Taxi vom Haneda-Flughafen zum Shinagawa-Bahnhof. Das sind knapp über 20 Minuten Fahrt, also nicht sehr weit. Und das Ganze hat 17.000 Yen gekostet. Das sind nach dem aktuellen Wechselkurs etwas über 110 Euro ungefähr. Das macht halt wirklich nicht so wahnsinnig viel Sinn, für diese kurze Fahrt ein Taxi zu nehmen, wenn man stattdessen auch einfach den Zug nehmen kann. Allerdings ist es so, wenn man natürlich vorhat, in Tokio zu bleiben und zufälligerweise am Haneda-Flughafen ankommt, dann macht es unter Umständen schon Sinn, wenn man so viele Leute ist, ein Taxi zu nehmen, um da zu seinem Hotel zu fahren zum Beispiel. Das kann man auf jeden Fall machen und das ist auch gar keine so schlechte Idee. Was ich allerdings nicht empfehlen kann, ist das zu machen, wenn man vom Narita-Flughafen auskommt, weil diese Fahrt dann mehrere hundert Euro kostet, also so 200, 300 Euro. Und dann rentiert sich das schon wieder nicht so wirklich. Wir sind dann mit dem Shinkansen von Tokio oder beziehungsweise von Shinagawa nach Nagoya gefahren. Und wir sind mit dem Green Car gefahren. Das Green Car ist die erste Klasse. Und es war für mich das zweite Mal erst in meinem Leben, dass ich mit Green Car gefahren bin. Und der größte Unterschied zwischen Green Car und zweiter Klasse oder Standardklasse eben ist einerseits, die Sitze sind ein bisschen größer und gepolsterter. Andererseits hat man eine Fuß so ein Fußabstelldings, also Fußabstelldings. Oh Mann, Leute, ihr wisst, mein Deutsch ist ganz schlecht. So eine Footrest, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Braucht man aber nicht, ist eigentlich mehr im Weg. Und dann kriegt man ein feuchtes Tuch, ein Shibori, also so ein wirklich so ein feuchtes Tüchlein, was man normalerweise hier in Japan kriegt, bevor man isst. Das kriegt man ausgeteilt. Und der Müll wird einem eingesammelt. Zweimal kam die Dame durch und hat gefragt, hat irgendjemand Müll? Wenn man in der zweiten Klasse ist, muss man selber aufstehen und seinen Müll selber entsorgen. Es gibt in den Shinkansen Mülleimer, und zwar da, wo die Ausgänge sind. Übrigens, Fun Fact für diejenigen, die das noch nicht wussten. Genau, das war die erste Klasse Shinkansen-Fahrt. Jeder, der mich in meinem Leben bisher gefragt hat, braucht man die Green Car, also auch für den JR-Pass etc., meine Antwort hat sich nicht verändert mit dieser Fahrt. Nein, man braucht das nicht. Die zweite Klasse ist vollkommen ausreichend. Nehmt die zweite Klasse. Es ist wirklich, es ist nicht wert, mehr zu zahlen für die erste Klasse hier in Japan. Green Cars sind nicht so viel toller und es ist alles passt, so wie es ist, zweite Klasse. Ich lese jetzt noch mal kurz Kommentare und dann erzähle ich euch weiter, wie meine Reise bisher so war als Luxusreisender oder als Tourguide einer Luxusreise. Svenja ist da, die sagt Hallo, hi Svenja. Preja auch, oh ja, hoffe, dass der Sonnenbrand schnell besser ist. Das hoffe ich auch. Ich werde, wie gesagt, später in den Onsen gehen und danach ganz kräftig viel Creme drauf machen, damit das bald besser ist. Ich bin Grillhähnchen auf Toast, meint Oliver, glaube ich mal. Ja, so fühle ich mich. Werner, Glück auf aus dem Ruhrgebiet. Hi Werner. Preja, du hast wieder so schön deine Haare geflochten. Ja, ich habe heute meine Haare geflochten. Warte, ich kann es euch mal ganz zeigen. Rundherum geht es. Und das habe ich deswegen gemacht, weil wir nämlich heute, wie gesagt, auf dieser Kunstinsel waren. Und als ich da das letzte Mal war, nämlich letzte Woche Freitag, um mir diese Insel mal anzuschauen, hat es so unglaublich gewindet, dass es echt nicht mehr feierlich war. Und ich dachte mir in guter Voraussicht darauf, dass wir eben mit einem Schiff fahren oder mit einer Fähre besser und dann die ganze Zeit draußen unterwegs sind, wenn es windet, dann habe ich meine Haare am liebsten einfach komplett zusammengebunden und mit Haarspray fixiert, damit mir das hier nicht alles rumfliegt. Und deswegen habe ich mir heute die Haare so gemacht. Genau.
Werner sagt, das heißt Fußraste. Gut zu wissen. Tamok Teki Teude sagt, you are beautiful. Dankeschön. Dann haben wir Ichi, der Fuchs, der sagt, Olla. Olla. Und außerdem, wie heißen die traditionellen japanischen Hotels? Die heißen Ryokan. Ryokan. Und außerdem die Frage noch, wie ist das Wetter in Tokio ab November? Das Wetter in Tokio ab November ist super klasse. Es wird ein ganzes Stück kühler, als es jetzt ist. Man braucht schon eine Jacke und es ist aber, kann die allerschönste Zeit des Jahres sein. Herbstlaubzeit ist dieses Jahr ein bisschen später, Ende November, Anfang Dezember. Aber genau, da färben sich die Bäume entweder gelb, wenn es Ginkgo-Bäume sind, oder rot, wenn es Momiji, also wie heißen die Dinger, Ahornbäume sind. Und man braucht auf jeden Fall eine Jacke, meistens auch schon tagsüber braucht man eine Jacke. Wenn es wirklich, wirklich warm ist, dann geht es auch mit sowas, was langärmlichem tagsüber auch noch. Genau, meine Story geht weiter. Wir sind dann am Freitag in Nagoya abends angekommen und in ein Hotel eingecheckt. Das wäre das erste Luxushotel, das ich heute erwähnen möchte. Und das ist das Tiad, T-I-A-D. Das hat in Nagoya jetzt erst am 1. Juli eröffnet. Also erst, was? Juli, August, September, Oktober. 3,5 Monate. Und das ist mega nice. Also da war ich schon echt so richtig begeistert, dass wir jetzt so ein sehr, sehr cooles Luxushotel in Nagoya haben. Das erste, was sehr, sehr beeindruckend war, die Zimmer sind natürlich alle sehr, sehr schön und stylisch. Das ganze Hotel ist wunderschön und stylisch. Sie haben sehr viele Möglichkeiten, draußen auf Balkonen zu sitzen, was es eigentlich in Japan sehr wenig gibt. Und das andere ist der Spa-Bereich. Die haben einen Pool, der richtig, richtig cool aussieht und wir hatten keine Zeit, ihn zu benutzen. Und ich bereue es immer noch. Aber ja, die Zeit war leider nicht. Wir hatten leider auch keine Gelegenheit, dort zu Abend zu essen. Das heißt, ich weiß nicht, wie das Abendessen ist, aber das Frühstück, das war klasse. Sie hatten Nutella. Daran messe ich, wie gut Hotels sind im Allgemeinen. Und außerdem richtig, richtig gute Croissants. Das ist das andere, woran ich normalerweise Hotels messe. Und das Letzte, was ganz, ganz toll ist, es gab unglaublich viel Obst. Und das ist auch in Japan eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, weil Obst ja relativ teuer ist. Also die Nacht in dem Hotel habe ich echt genossen. Das war sehr cool. Ich habe eine kleine Hotelzimmer-Tour gefilmt und werde schauen, ob ich das noch als ganz, ganz kurzen Short hier auf YouTube für euch hochlade oder nicht. Weil es ist wirklich so ein bisschen nichts Besonderes. Genau, das war die erste Nacht. Und am nächsten Tag, gestern, haben wir den Tag in Nagoya verbracht. Erstmal natürlich wieder mit dem privaten Auto die ganze Zeit unterwegs. Da sind wir nach Arimatsu gefahren. Das ist hier in Nagoya an der alten Tokaido, also an der alten Handelsstraße. Und da haben wir dann einen Workshop gemacht in einer Indigo-Färberei. Die war super. Ich war da schon öfters mal, also das war für mich nichts Neues. Aber alle meine Gäste haben selbst T-Shirts oder Tücher gefärbt und waren da sehr begeistert davon. Die hatten echt Spaß daran. Die Sachen sind auch echt cool aus. Und zum Mittagessen waren wir dann typisch Nagoya-Essen Mittagessen. Miso-Nikomi-Udon. Udon-Nudeln mit Miso-Soße. Auch eines meiner liebsten Gerichte in einem ganz tollen Restaurant, wo ich den Besitzer auch kenne. Und der hat dann für die in die Küche gelassen und gezeigt, wie man Nudeln macht und ein bisschen interviewen lassen und alles. Das war sehr, sehr klasse. Und am Nachmittag sind wir dann in den Ghibli-Park. Das war der Ghibli-Park. Die waren alle nicht so wirklich die riesen Ghibli-Fans, aber das sollte von dieser Reise eben ein bisschen gepusht werden. Und deswegen war der Ghibli-Park dabei. Gestern die Nacht, die haben wir dann im Nikko-Style verbracht.
Das Nikkōsōtel Nagoya ist eigentlich mein Lieblingshotel in Nagoya, einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es am allerbesten. Es ist nicht überteuert, aber es bietet sehr, sehr viel. Es ist ein sehr stylisches Hotel. Das Essen dort ist sehr lecker. Wir haben dort zu Abend gegessen, wir haben dort gefrühstückt. Die Zimmer sind eigentlich auch sehr cool. Und genau, das ist in der Nähe des Nagoya Bahnhofs auch. Also auf jeden Fall, wenn irgendjemand ein Hotel sucht für Nagoya, Nikkōsōtel Nagoya kann ich sehr empfehlen. Wobei jetzt, wo ich im Tiad war, kann ich das Tiad noch mehr empfehlen, aber es ist nochmal ein ganzes Stück teurer. So, jetzt wo ich mit Tag 2 fertig bin, werde ich nochmal Kommentare lesen. Und dann erzähle ich euch über den heutigen Tag und dann zeige ich euch auch endlich das Hotel. Jonas sagt, hallo, würdest du über die Silvester-Neujahrestage eher empfehlen, in Tokio oder in Kyoto zu sein? Schwierige Frage, weil eigentlich ist sowohl in Tokio als auch in Kyoto über Silvester und Neujahr alles geschlossen für 3 Tage. Da hast du wahrscheinlich noch bessere Karten in Tokio, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wirklich ist es eine sehr, sehr schwierige Reisezeit, weil auch die ganzen Touristenattraktionen etc. alle geschlossen sind für 3 Tage. Aber nur damit du Bescheid weißt. Dann Elena sagt Huhu, hi Elena. Und dann Ichi fragt Danke oder sagt Danke, möchte unbedingt mal in einem traditionellen Hotel übernachten. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, in einem traditionellen Hotel zu übernachten. Die sind super klasse. Dann die Frage, Erfahrungen mit Okinawa. Okinawa ist jetzt nicht so wirklich der Ort, wo man in einem traditionellen Hotel übernachtet, nur damit du Bescheid weißt. Okinawa ist klasse, wenn man einen Strandurlaub machen will. Okinawa hat ein bisschen auch eine andere Kultur, also auch das ist sehr spannend. Das Essen dort ist anders. Es ist halt natürlich ein bisschen mehr Aufwand, dahin zu kommen, weil man da natürlich extra dahin fliegen muss, nochmal innerhalb des Landes. Aber ich finde Okinawa total cool und ich werde auch jetzt Ende Oktober 4 Tage nach Okinawa gehen und da freue ich mich auch schon sehr drauf und da werde ich natürlich auch filmen. Meine Mama beschwert sich, warum der Chat jetzt doch um 14 Uhr vor 14 Uhr ist, weil ich ihn um 14 Uhr angesagt hatte. Das liegt daran, dass wir vom Abendessen früher ins Hotel gekommen sind und ich müde bin und es ist mittlerweile schon 8.30 Uhr und irgendwann will ich dann, wie gesagt, auch noch in den Onsen und deswegen habe ich dann beschlossen, den einfach eine halbe Stunde vorzuziehen. Deswegen ist das so. Aber du darfst auch gerne einfach erst in einer halben Stunde vorbeischauen, Mama, wenn das dir zu früh ist jetzt. Bis Weihnachten, Neujahr auf Hawaii ist eine gute Idee, finde ich. Werner sagt, Nutella und Croissants sind das Größte. Ja, finde ich auch. Und Nutella gibt es eigentlich in 99% der Hotels in Japan gar nicht. Und Croissants, da gibt es von richtig, richtig schlecht bis richtig, richtig gut alles in Japan. Und deswegen ranke ich meine Hotels, in denen ich so bin, danach, wie gut das Frühstückscroissant ist. Und das Tiad, das ist sehr, sehr gut. Das Nikkōsōtel, das ist so ein mittelmäßig bis schlechtes Croissant. Und hier im Hotel Indigo Inuyama, wo ich jetzt gerade bin und morgen und übermorgen Frühstück kriege, die haben die besten Croissants Japans, weil die kollaborieren nämlich mit einer französischen Bäckerei in Tokio und deswegen kriegen die aller tollsten Croissants, die man eben in Japan finden kann. Das heißt, morgen mein Frühstück wird hauptsächlich aus Croissants bestehen. Daniel sagt, Milka-Aufstrich ist sogar noch besser. Ich muss sagen, Milka-Aufstrich hatte ich noch nie und Milka-Aufstrich wirst du in Japan nirgendwo finden. Oliver fragt, gibt es einen besonderen Käse in Japan? Nö, es gibt fast gar keinen Käse in Japan. Es ist fast aller Käse, den es gibt, ist Processed Cheese, also kein echter Käse, sondern nur diese Fake-Scheiben, die alle nicht so wahnsinnig toll sind. Und deswegen, nicht so der Burner-Käse. Der beste Käse kommt aus Hokkaido, aber Käse in Japan im Allgemeinen ist teuer. Kevin sagt hallo, hallo Kevin und Celine sagt auch moin
Und außerdem, wie lange lebst du schon in Japan? Ich lebe seit 2015 in Japan, war allerdings ein Jahr auf Weltreise, deswegen ist es so ein bisschen schwer zu zählen. Ich habe aber davor schon mal ein Auslandsjahr hier gemacht und dann noch mal 3 Monate hier gewohnt. Also mehr oder weniger 8 Jahre, 9 Jahre, sowas in der Art. Svenja sagt, ich hoffe, dass verehrt keinen, aber Nutella finde ich von allen Nuss-Nougat-Cremen als eher mittelmäßig. Was ist denn die beste Nuss-Nougat-Creme, Svenja, deiner Meinung nach? Nutella ist auch die einzige, die man hier in Japan kriegt. Deswegen, aber ich muss sagen, ich bin ein riesen Nutella-Fan, muss ich jetzt leider zugeben. Auch wenn ich weiß, dass es nicht gut ist und Palmfett und alles böse, aber ich esse es auch nicht so in Massen, dass es ganz schlimm ist. Jonas sagt, danke dir, dann wohl besser Tokio. Da gibt es bestimmt mehr Möglichkeiten über die Feiertage oder ganz ruhig in einem Ryokan. Das ist bestimmt auch schön. Ja, wobei da die Frage ist, ob du in einem Ryokan überhaupt was finden wirst zu der Zeit, weil doch auch da viele Japaner in Ryokan gehen, habe ich so das Gefühl. Wobei jetzt kann ich mich gar nicht so genau erinnern, ob das zu Neujahr auch der Fall ist. Aber so die Tage vorher und nachher sind auf jeden Fall sehr voll und teuer, weil die Japaner zu der Zeit natürlich alle frei haben. Und Preya hat 2,49 € gespendet. Danke, Preya. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung dabei. Und sie fragt, kann man in Okinawa richtigen Badeurlaub machen? Aber hallo, kann man in Okinawa richtigen Badeurlaub machen? Sowohl als auf der Hauptinsel von Okinawa als auch auf den ganzen kleinen Inseln rundherum. Es gibt wirklich weiße Sandstrände, blau-türkisenes Meer, wunderschöne Korallen. Man kann da ganz toll schnorcheln gehen und tauchen gehen und einfach baden und Sandburgen bauen und alles. Also es ist wirklich, wirklich klasse. So. Selin sagt, krass, kannst sicher schon fließend Japanisch. Ja, ich kann auch fließend Japanisch. Aber ich werde das jetzt nicht demonstrieren. Ich werde euch jetzt nämlich endlich hier zeigen, mal mein Zimmer zeigen. Ich habe die Kamera umgedreht. Aber ich glaube, ich fange einfach mal am Eingang an. Ich gehe mal hier zum Eingang und dann zeige ich euch alles nacheinander. Ich habe sogar sehr, sehr viele Informationen, weil das ist nicht mein erstes Mal hier im Hotel Indigo Inuyama, sondern mittlerweile meine zweite Übernachtung und mein fünfter Besuch oder so. Das heißt, ich habe alle Informationen, die man über dieses Hotel wissen muss, kann, soll, wie auch immer. Genau, wenn man hier reinkommt, Gang, dann erstmal hier zur Seite. Ihr könnt mich hier sehen im Spiegel. Hallihallo. Genau, da gibt es hier einmal hier das Waschbecken natürlich. Ich persönlich bin ein Mega-Fan dieser Seife hier, dieser Handseife. Die riecht mega nice. Und dann seht ihr hier meine Badewanne, beziehungsweise Bad, hier oben mit Wasserfalldusche und damit riesigem Duschkopf. Und dann hier eben, wie gesagt, mit Badewanne und Schemel, damit man auch im Sitzen duschen kann. Das ist eben hier der ganze Dusch- und Badebereich. Also wie gesagt, so richtig, richtig super, super nice. Dann die ganzen Amenities. Einmal hier den Spiegel. Dann Tissues. Und in der Box hier, wenn man die aufmacht, dann findet man hier einen Rasierer und, naja, wisst ihr schon, Zahnbürste. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt hier drin ist. Ach so, so Wattepads und alles Mögliche. Genau, machen wir wieder zu. Und dann da unten hier den Trockner. Sogar eine Waage, aber auf die will ich mich nicht stellen, weil das ist ja nur frustrierend im Urlaub. Ich meine, ich bin nicht im Urlaub, aber trotzdem. Und dann hier das wunderschöne Klo. So schaut das aus. So schaut eine japanische Toilette aus. Hier, das hier ist die Fernbedienung. Da kann man hier einerseits natürlich spülen. Normale Spülung, kleine Spülung, Eco-Spülung. Und hier unten kann man sich den Popo mit Wasser
abputzen lassen, stark oder soft. Vorne abputzen lassen, da kann man dann den Wasserdruck noch einstellen und auch die Position natürlich einstellen. Und das Klo ist von Toto, wie gerade schon jemand gesagt hatte. Genau, also das ist das Badezimmer. Dann gehen wir hier weiter. Dann kommt hier der Schrank, in dem sind wunderschöne, ja, mehr oder weniger flauschige Bademäntel und außerdem so Jäckchen, die man sich drüber ziehen kann, wenn man einen Yukata anzieht. Und da unten dann auch hier so Flip-Flop-mäßige Sachen, damit man damit im Hotel rumgehen kann. Schon wieder ein Spiegel. Hallo! Hallo! Und dann mache ich hier auch noch auf die andere Seite dieses Schranks. Haben wir hier einen Safe. Und ich gehe jetzt hier einfach mal durch die Schubladen. Genau, das hier ist der eben erwähnte Yukata. Den zieht man sich an, um ins Bad, ins Badehaus, in den Onsen zu gehen. Mit so einem Gürtelchen hier. Und dann diesen Sandalen da eben. Und was gibt es dann hier unten noch drin? Ein Bügeleisen, wenn man das braucht. So, und jetzt darf ich euch endlich das Zimmer zeigen. Schaut euch her, ist auch ganz falsch. Schaut euch an, wie wunderschön dieses Zimmer hier ist. Wir sind, wie gesagt, in Inuyama, deswegen hier diese Kunst auch zeigt das Schloss von Inuyama. Einmal natürlich als stilistische Zeichnung und dann auch außerdem hier in der Mitte als Karte quasi von oben die Ansicht. Das da unten, das sind Wellen. Das hier, das soll Wellen darstellen. Und dann hat man hier zwei Einzelbetten. Ich bin hier alleine in dem Zimmer. Und dann haben wir hier drüben einen riesigen Flachbildfernseher, den ich nicht verwenden werde. Und dann hier nochmal Deko. Das hier, diese Deko da unten, das sind übrigens Modellzeichnungen von mechanischen Puppen, weil Inuyama bekannt ist für die Herstellung mechanischer Puppen und deswegen haben die das hier als Designelement angebracht. Das ist eigentlich ganz cute. Dann haben wir hier den Barcounter einerseits mit diesem Zeug hier. Das hier sind ein Teeglas, ein Teebecher, wie auch immer. Und zwar, die sind hier in Inuyama hergestellt. Inuyama Yaki heißt diese Herstellungsart. Oft mit Motiven, so Blätter, sehr viel in Rot und Grün auch, weil das andere Ding hier, das hat blaue und grüne Blätter. Und auch der Deckel dieser Teekanne hier ist auch aus Inuyama Yaki. Ganz, ganz süß. Wir haben eine Nespresso-Kaffeemaschine hier. Ein bisschen Complimentary Water. Und wenn ich das hier jetzt aufmache, nachdem wir in einem Luxushotel hier sind, ist diese Minibar hier auch bestückt mit Red Bull und Tee und Cola und Säften. Außerdem Wasser etc. pp. Und hier, ich mache das hier mal nochmal zu, gab es dann auch irgendwo Snacks und die Preisliste der Minibar. Ich war überrascht, dass es eigentlich gar nicht so übertrieben teuer ist. Also die Cola hier aus der Minibar kostet 300 Yen. Und 300 Yen, das sind 2 Euro. Also so mega teuer ist es überhaupt nicht, um das hier aus der Minibar zu trinken. Und hier drüben habe ich den Alkohol gefunden. Da schaut mal hier. Haben wir einmal Gin und Rum und Absolut Wodka und Jack Daniels. Wenn ich mich also hier betrinken möchte, könnte ich das machen. Mache ich aber nicht. Genau, und dann könnt ihr jetzt hier nochmal das Zimmer aus der Seite hier angucken. Ist doch wirklich, wirklich stylisch, oder? Und ich würde euch jetzt gerne auch noch draußen zeigen. Und im Prinzip könnte ich das hier aufmachen irgendwie, wenn ich rausfinde, wie.
Ah ja, hier. Aha, schaut mal da. Ich mache mal hier auf. Ich gehe mal hier raus, aber es wird dann halt ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, wie viel ich euch da jetzt davon zeigen kann. Einerseits sind wir auf einem Balkon hier und es hat einen Sitzbereich, was natürlich ganz, ganz toll ist. Und fast eigentlich die meisten Hotels haben sowas nicht. Also auch Balkons sind eigentlich sehr ungewöhnlich. Andererseits schauen wir jetzt hier über den Garten des Hotels. Also hier Garten, dann hier unten, das ist alles Wasser. Das, was ihr jetzt wahrscheinlich ganz schlecht sehen könnt. Und hier drüben, da ist einerseits das Restaurant drin. Und dann hier das mit den wirklich hohen Fenstern, das ist die Lobby. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen wollen. Und wenn man jetzt hier rüber schwenkt, da oben, schaut euch das an. Das ist die Aussicht auf das Hotel, Quatsch, auf das Schloss von Inuyama. Das hier ist das Inuyama-Schloss. Die haben wirklich das Hotel so hingebaut, dass man eine wunderschöne Aussicht auf das Schloss hier hat. Und deswegen kann man da wirklich nur begeistert sein. Und es ist auch noch sehr, sehr angenehm. Da hinten fließt übrigens ein Fluss. Da, das da, da wo sich das spiegelt so ein bisschen. Da, das ist der Kiso-Fluss. Ein sehr, sehr wichtiger Fluss der Region. Also besser könnte die Aussicht quasi gar nicht sein hier. Ich gehe nochmal wieder rein und dann werde ich nochmal schauen, dass ich eure ganzen Kommentare lese, weil das habe ich jetzt gar nicht gemacht, als ich euch das Hotelzimmer gezeigt habe, weil ich da jetzt zu beschäftigt war, damit euch das Hotelzimmer zu zeigen. Also setze ich mich hier nochmal hin. Sorry. Drehe die Kamera um und schaue mir nochmal alle eure Kommentare an vom ersten, von da, wo ich es gezeigt habe. Daniel sagt, schau mal ihren Zweitkanal LT-Blog an, da hörst du es dann, ja, da kann er hören, wie ich Japanisch rede. Aber LT-Blog definitiv nicht mein Zweitkanal, LT-Blog definitiv mein Erstkanal. Ihr, meine Lieben, ihr seid mein Zweitkanal, einfach nur von der Größe der Zuschauer, natürlich auch der Anzahl der, wie sagt man das? Views der Videos, aber natürlich auch davon, welchen dieser zwei Kanäle ich länger mache. Den LT-Vlog, den mache ich ja schon seit 2018. Schon sehr, sehr lange. Preya sagt wow mit meinem wunderschönen Wow-Smiley, freut mich. Und außerdem, wow, super schön. Und Svenja sagt Schokolade Mac. Der von Edeka schmeckt geschmolzen auf warmen Brötchen oder Toast ganz gut. Und der Rest sind alles eher günstige Produkte. Aha, interessant. Shoshinjo sagt bestimmt von Toto das Klo. Ja, ich habe es ja gerade vorhin gezeigt. Das ist ein Toto-Klo. Was für eine Hightech-Toilette. Genau, die japanischen Toiletten, alles Hightech. Danny sagt, Strandpromenade kannst du in Japan aber nicht erwarten. Da gibt es sowas nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Strandpromenade meinst. Und auch nicht, ob es sowas nicht in Japan gibt. Keine Ahnung, sorry, weiß ich nicht. Sven, ja, da muss man ja aufpassen, dass man seine eigene Kleidung nicht im Schrank vergisst. Ja, das muss man auf jeden Fall. Außer so wie ich, Leute, die ihren Koffer eh nicht auspacken, haben da dieses Problem nicht. Ich habe da nur meine Jacke reingehängt. Im Fernsehen hier in Japan oder in den Hotels hier kriegst du kein deutsches Fernsehen. Da kriegst du maximal vielleicht unter Umständen in so einem Hotel wie dem Hotel Indigo sowas wie CNN oder sowas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da mehr Kanäle kriegst. Flynn sagt, ich habe mir den Gimbal jetzt jetzt auch gekauft. Darf ich fragen, in welchem Modus du gerade filmst? Ich habe das einfach nur auf Auto gestellt, muss ich zugeben. Und hier für den Livestream kann ich die App eh nicht verwenden. Da habe ich wirklich nicht so wahnsinnig viele Optionen. Da kann ich auch die... Für den Livestream hier kann ich auch die ganzen Sachen überhaupt nicht einstellen. Also ich habe da gar keine Option. Ich habe Frontkamera, Backkamera und das war's. Genau.
Aber ich empfehle auf jeden Fall, wenn du den Gimbal hast, da die App dazu zu verwenden fürs normale Filmen. Da hat man sehr viele Optionen. Werner sagt, danke für den Tipp. Hat fast 10.000, nein, sorry, 100.000 Abonnenten. Leider verstehe ich nichts. Jedoch interessant, sie Japanisch sprechen zu hören. Ach so, mein Zweitkanal, LT-Blog. Ja, genau. Wir sind fast endlich bei 100.000 Abonnenten. Und es zieht sich. Die letzten 2.500 oder sowas, die noch fehlen, kommen leider nicht. Oder es ist natürlich unsere eigene Schuld. Anscheinend ist unser Content einfach nicht gut genug, um neue Leute anzuziehen. Und deswegen, ja, wird es leider irgendwie nicht so wirklich mehr. Preja fragt also nur Strandbuchten. Strandbuchten. Ja, also Strandbuchten gibt es. Es gibt auch lange Strände. Ja, okay, jetzt weiß ich vielleicht ein bisschen, was er mit Strandpromenade meint. Ja, es gibt schon einiges. Also die Strände in Japan, in Okinawa, die sind super, super toll. Es kommt, ich weiß nicht ganz genau, wonach Deutsche suchen, wenn sie Strand wollen, aber ich liebe die Strände in Japan. Flynn sagt, 2 Euro, wenn ich in der Stadt an einem Kiosk eine Cola kaufe, kostet die mich mehr. Ja, in Deutschland ist alles teuer. Und man kann ganz schön sehen und wie schön es ausschaut. Und Danny erklärt noch ein bisschen was zur Strandpromenade. Der sagt nämlich, gibt auch keine Liegen an den öffentlichen Stränden. Das stimmt. Es gibt eigentlich keine Liegen an den öffentlichen Stränden. Vielleicht, wenn du ein richtiges Strandhotel hast, außerhalb der Saison ist auch kaum wer am Strand. Sollte man beachten, wenn man alleine ist. Das stimmt auch. Daniel sagt gerne, sind auch super Videos immer dabei, vor allem Tacker und das. Und dann ist der Kommentar zu Ende. Ach, das Bier, meinte er. Ja, Tacker und das Bier ist ein witziges Thema, gell, Daniel? Der steht auf sein Bier. Weniger ich. Preja sagt, wunderschön. Das sieht so schön aus, sagt Svenja. Sehr schön, sagt Elena. Natalie sagt, jetzt will ich auch in das Hotel. Genau das ist das Ziel dieses Videos. Nein, natürlich promote ich dieses Hotel jetzt nicht im Speziellen. Es ist nur zufälligerweise einfach heute auf den Sonntag gefallen, dass wir in diesem Hotel sind. Ansonsten hätte ich einen Livestream aus einem anderen Hotel gemacht. Aber ich muss schon sagen, ich bin ein großer Fan dieses Hotels und auch von Inuyama im Allgemeinen. Ich habe auch ein Video über Inuyama gemacht für all diejenigen unter euch, die das noch nicht gesehen hatten. Das war schon letztes Jahr. Da habe ich ganz, ganz kurz auch das Hotel hier vorgestellt. Aber ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr cool. Daniel hat 8 Euro gespendet, ein Bier für Lena und Taka. Dankeschön, für 8 Euro kriegt man sogar fast ein Bier pro Person. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo man es kauft, aber. Ja, nur weiß ich nicht, ob ich den Drink hier mit Taka teilen möchte. Vielleicht gehe ich einfach runter zur Bar und kaufe mir dann einen schönen Cocktail oder sowas für die 8 Euro, Daniel, die du gerade gespendet hast und zeig euch, wie das da ist. Aber das kommt ein bisschen drauf an, wie viel da los ist und wie laut ich da reden kann. Weil ihr müsst ja auch irgendwas davon haben. Flynn sagt, ah, super, danke. Und dann haben wir Werner. Man kann in Asien schon mal Deutsche Welle TV schauen. Ansonsten würde ich die Mediatheken empfehlen. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Und dann sagt Danny, die Strände sind sehr naturbelassen und kaum überlaufen. Vollkommen anders zu dem, was man hier so kennt. Ja, das stimmt auch. Das liegt einfach daran, dass die Japaner nicht so gerne zum Strand gehen, wie das jetzt in anderen Ländern der Fall ist. Natürlich zur Hauptsaison sind die Strände in Okinawa auch ein ganzes Stück voller. Aber ich finde es eigentlich immer angenehmer. Und ich muss auch sagen, in Okinawa, letztes Mal, wo ich da war, 2020, auch Anfang November, erste Novemberwoche, da ist die Saison schon vorbei. Und wir waren wirklich die einzigen Leute am Strand. Wir waren an einem Strandhotel, also an einem riesengroßen Strandhotel. Und wir waren auch im Meer und es war auch noch warm genug, um im Meer zu sein an einem sonnigen Tag. Das war super, super klasse, auf jeden Fall. Also eigentlich ist es gar nicht so doof, gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir noch Bandsalat, der 5 Euro gespendet hat. Danke, 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 Bandsalat. Der sagt, Hallihallo, wollte nur sagen, die LD-Vlog-Folge mit Tucker, wo ihr übereinander abrentet,
ist Comedy Gold. Dankeschön. Ich wusste gar nicht, Bansalat, dass dein Japanisch so gut ist, dass du das verstanden hast. Oder hat das zufälligerweise deine Frau dann für dich übersetzt, wie wir übereinander hergefallen sind? Wir haben nämlich vor kurzem eine Folge gefilmt, wo wir quasi unsere kleinen Beziehungsbeschwerden uns in einem Video erzählt haben. Also solche Sachen. Warum machst du den Rumba mitten in der Nacht an? Oder, keine Ahnung, warum lässt du deine Haare einfach auf dem Boden liegen, nachdem du geföhnt hast? Oder solche Dinge. Und genau, da haben wir uns ein bisschen den ganzen angestauten Frust gegeneinander ein bisschen ausgelassen. Ich lese jetzt noch die letzten drei Kommentare und dann gehe ich runter ins Hotel und zeige euch die Lobby und die Bar und sowas, ja? Flynn sagt, das klingt echt toll, die Strände, muss wohl doch bei unserem Herbst-Japan-Plan den Strand dazu packen. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie spät im Herbst es ist, Flynn. Weil wenn es zu spät ist, dann kann es auch in Okinawa schon zu kalt sein. Monte Cristo, hi Monte Cristo und Familie, schön, dass ihr da seid. Hallo Lena, vielen Dank für deine Tour mit uns durch Nagoya letzte Woche. Wir haben es sehr genossen. Seitdem mögen wir auch Aal. Yay! Wir können es allen empfehlen, mit dir die Stadt zu erkunden. Viele Grüße, Monte Cristo. Danke, 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 danke für den lieben Kommentar. Und ich hatte auch eine ganz, ganz tolle Zeit mit euch auf der Tour. Ich bin begeistert, dass ihr alle den Aal ganz toll fandet. Ich hatte heute übrigens Aal zum Abendessen auch. Und ich habe die anderen Deutschen heute auf der Tour auch fast alle davon überzeugen können, dass japanischer Aal 1000-mal besser ist als deutscher Aal. Nur eine einzige von den 5, die war wirklich partout gegen Aal. Sie hat ihn probiert und hat dann gesagt, ja, das ist wirklich nichts für sie. Aber die anderen, also es waren noch 2 dabei, die da waren, nicht so ganz sicher, ob sie japanischen Aal mögen könnten, weil sie nämlich deutschen Aal gar nicht gut finden. Und sie haben alle gesagt, dass er wirklich, wirklich hier gut ist. Also Unagi, japanischer Aal, top. Und offensichtlich habe ich die Monte Cristo-Familie auch davon überzeugt, dass es ganz toll ist. Jackie, Caro und Nico grüßen dich auch ganz herzlich. Dankeschön, ihr Lieben. Viel Spaß noch in Japan. Und Bansalat sagt, nee, den Content musste mir keiner übersetzen. So, so. Du meinst, das ist so klar, wenn sich ein Pärchen streitet, egal auf welcher Sprache sie das tun. Danny sagt noch, hab beim Schwimmen im Meer immer so meine Bedenken mit den Fischen und Quallen, hatte bisher aber keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich hier in Japan auch nicht. Es ist eigentlich überhaupt kein Problem mit Fischen und Quallen etc. Unagi ist schon sehr geil, aber auch sehr teuer. Ja genau, Unagi ist sehr geil und auch sehr teuer. Aber man gönnt sich ja im Urlaub sonst nichts. Hamster sagt, hallo liebe Lena, hallo liebe Hamster. Ich packe jetzt meine Tasche. Wie ihr sehen könnt, ich habe eine wunderschöne Nagoya is not boring Tasche. Da ist jetzt mein Geld drin und mein Zimmerschlüssel. Das ist alles, was ich brauche, hoffentlich. Und damit gehe ich jetzt runter in den Hauptbereich des Hotels. Und genau, zeige euch das mal. Und dann schauen wir mal, ob ich mich an die Bar setzen kann und da auch was trinken, um euch das zu zeigen. Meine Zimmernummer, wen es interessiert, ist die 317. Und ich hatte jetzt gerade noch ein paar Fragen. Hamster sagt, hallo liebe Lena, allgemeine Frage. Und dann kam nichts mehr. Aber Jonas fragt stattdessen, wie viele Tage kann man in Nagoya bleiben? Das ist eine super gute Frage. Ich würde sagen, ganz, ganz viele Tage kann man in Nagoya bleiben. Aber ich empfehle mal mindestens eine Nacht, besser 3 Nächte. Aber eine Nacht ist so das Minimum, was ich mir wünschen würde, dass Leute in Nagoya bleiben würden. Genau, wir gehen jetzt hier ganz, ganz langsam diesen sehr, sehr langen Gang entlang zu den Aufzügen, damit ihr euch ein bisschen anschauen könnt, wie wunderschön dieses Hotel ist. Und jetzt kommen da gerade tatsächlich noch ein paar Gäste. Den wollen wir natürlich nicht im Weg rumstehen. Und hier ist es nochmal ein wunderschönes, riesiges Fenster, was ich euch vielleicht... Ne, es spiegelt so ein bisschen. Zeigen kann, wie es hier draußen ausschaut.
Preya hat nochmal 5,99 Euro gespendet. Danke, liebe Preya. Danke, danke, danke. Sie fragt, wäre Okinawa nochmal eine mögliche Reise für dich und Taka? Ja, ja, wir gehen, wie gesagt, ich und Taka zusammen jetzt Ende Oktober nach Okinawa. Ich liebe Okinawa und wir sind eigentlich auf eine Hochzeit eingeladen. Das ist so der Hauptgrund, warum wir da überhaupt hingehen. Wir sind also am Samstag auf einer Hochzeit. Am Sonntag haben wir dann noch einen gemeinsamen Tag und Montag und Dienstag bin ich dann nochmal alleine in Okinawa, in Naha, das ist die Hauptstadt von Okinawa, unterwegs. Da werde ich dann für euch filmen. So, jetzt sind wir hier bei den Aufzügen, Aufzugsbereich. Ich bin im dritten Stock, wie ihr sehen könnt. Und hier sind die Aufzüge, das heißt, ich muss jetzt hier einmal auf einen Knopf drücken. Und schon ist der Aufzug da. Ich persönlich bin ein großer Fan dieser japanischen Wolken mit diesen japanischen Designs. Und da muss ich jetzt hier nochmal, sorry. Genau, bitte drück einen Knopf, sonst kommen wir hier nirgendwo hin. Und ich hoffe jetzt, das weiß ich jetzt nicht, wenn ihr mich jetzt gleich gar nicht mehr sehen könnt, dann lag es daran, dass ich im Aufzug war. So, ich bin wieder aus dem Aufzug raus und hoffe, dass die Verbindung jetzt wieder besser ist. Da steht ein kleiner weißer Bonsai. Der ist nicht echt. Und dann seht ihr hier die Aufzüge mit diesen wunderschönen bunten Laternen hier. Und dann gehen wir jetzt weiter in den Lobbybereich. Es riecht hier übrigens unglaublich lecker. Das hier ist so der Souvenir-Gift-Shop-mäßige Ort. Da kann man alle möglichen unterschiedlichen Sachen kaufen. Unter anderem auch einen Vogelkäfig, der ungefähr fast 1000 Euro kostet. Mir fällt übrigens auf, irgendwie ist die Kamera nicht so wirklich scharf gestellt, oder? Geht so einigermaßen. Oder dieses Ding hier, das ist auch was ganz typisches Nagoyanisches aus der Region hier. Da bläst man rein und dann dreht sich dieses Ding und dieses Männchen und es klopft dann da auf diese Trommel und dann trommelt das. Das ist so ein kleines Spielzeug, also auch total putzig. Außerdem gibt es hier in diesem Souvenirshop lokale Sachen, gefärbte Sachen, hier so ein Fächer, ein bisschen Teekannen, außerdem auch Schmuck. Von denen bin ich auch ein großer Fan. Die sind ganz, ganz hübsch, diese Sachen hier. Natürlich, weil das ein Luxushotel ist, auch nichts Günstiges. Aber alle ganz, ganz schön. Schau, diese Ohrringe, da hätte ich jetzt echt, die würde ich gerne kaufen. Kosten aber 100 Euro. Die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Aber da müsstet ihr zuerst mehr Geld spenden, damit ich mir die leisten kann. Und die Ohrringe hier, die sind auch alle ganz, ganz putzig. Was haben wir sonst noch? Noch begeisterter von Ohrringen. Die sind günstiger, etwas günstiger. 7.700 Yen, das sind ungefähr 50 Euro. Sind die nicht toll, wie die schillern? Ho. Vielleicht kaufe ich mir da morgen ein paar. Ganz, ganz toll finde ich die. Und als Kette gibt es sie dann auch noch. Und diese Taschen hier, die sind alle aus Kimono-Stoff gemacht. Das Ganze hier, das artet jetzt aus in einen Shopping, in einen Shoppingwahn. Da haben wir hier Fächer und hier Gläser. Das ist übrigens Lack, japanische Lackwaren. Und zwar nicht an Holz dran gemacht, der Lack, sondern der Lack eben an Glas dran gemacht. Ganz modern, sehr, sehr cool. Auch das hier, Lack. Und dann hier nochmal solche Schälchen, also Teegläser quasi wieder mit Inuyama-Yaki. Wer ganz am Anfang nicht dabei war, als ich es im Hotel vorgestellt habe, im Hotelzimmer. Diese hier, die sind eben aus, hier aus dem Ort, die werden hier getöpfert und bemalt. Und dann die letzten Sachen hier, haben wir hier einerseits ein
ganz, ganz süßes Tee-Set. Kostet aber auch über 200 Euro das ganze Ding. Das ganze Set. Und dann ein kleines Körbchen, Nähkörbchen oder Bento-Körbchen. Ich habe keine Ahnung. Diese Teekanne ist auch ganz, ganz wunderschön mit den Schälchen in den unterschiedlichen Farben. Ich bin begeistert von allem, was es hier so zu sehen gibt. Irgendwie verliere ich einige von euch jetzt. Schade, schade. Aber ich habe noch mal, ich lese noch mal ganz kurz eure Kommentare. Und ich glaube, dafür setze ich mich einfach noch mal ganz kurz hier hin. Wie ihr sehen könnt, ist hier so ein bisschen der Lobbybereich. Also setze ich mich mal ganz kurz hier. Und so, Moment. So, seht ihr mich jetzt besser? Ja, sehr schön. Und dann schaue ich noch mal ganz kurz da. Hier könnt ihr das Schloss sehen. Da, das Schloss. Hamster sagt, kann man laktosefrei essen oder hat es überall Milch drin? Laktosefrei essen ist interessanterweise gar nicht so schwer in Japan, weil in der Küche, in der japanischen, eigentlich sehr, sehr wenig Milch und Käse und Sahne und sowas verwendet wird. In Nachtischen ist es schwieriger, weil da doch relativ viel solche Sachen drin sind. Aber in den Gerichten im Allgemeinen ist es gar kein Problem. Daniel fragt, sind das Matten an der Wand? Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, nein, dass das keine Matten waren, sondern entweder, also das meiste ist eigentlich so ein japanischer Verputz. Verbindung. Bei den Zimmernummern sah das so nach Matte-Teppich aus. Das kann natürlich sein. Hamster fragt, er kommt am 1. November nach Tokio. Wie warm ist es noch? Es wird kühler. Ich würde sagen, tagsüber gerade noch so bis 20 Grad, vielleicht 18 Grad oder sowas. Und dann, es wird langsam immer kälter. Das heißt, auf jeden Fall auch eine etwas wärmere Jacke mitnehmen, eine dünnere Jacke mitnehmen. Und tagsüber kann es auch noch warm genug sein, dass man nur mit Pullover draußen unterwegs ist. Wenn es sonnig ist, dann ist es gar nicht so das Problem. Kartonkopf sagt Hallo. Hallo Kartonkopf. Genau. Flynn sagt, was für schöne Sachen. Elena auch, oh mein Gott, schöne Sachen. Danny sagt, meine letzte Teeschale aus Hagi hat 240 Euro gekostet. Ja, man kann für Teeschalen sehr, sehr viel Geld ausgeben, auf jeden Fall. Rhea. Hoffentlich bleibt überhaupt etwas für dich von den Spenden übrig. Der Schmuck und das Kunsthandwerk ist wirklich sehr schön. Du meinst, wenn ich jetzt auf eine Shopping-Spree gehe, Prea, dann, ja. Wobei, ich finde, das sind dann eure Spenden sehr, sehr gut ausgegeben. Das sind dann alles wunderschöne Erinnerungen an einen tollen Livestream mit euch. Das wäre doch super. Genau, die Preise sind halt echt für Luxushotelgäste. Ja, genau, so ist es halt konzipiert. So, ich drehe mal hier die Dings wieder um, die Kamera. Fahre den Ständer hier wieder ein. Und dann zeige ich euch jetzt hier nochmal das hier so, die Lobby-Lounge. Und wie gesagt, diese riesigen Fenster hier, die ihr sehen könnt. Also die haben das hier so konzipiert, dass man ganz, 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 ganz hohe Fenster hat. Und das Allercoolste hier ist die Aussicht vom Eingang. Ich zeige euch das gleich mal. Also das hier ist der Eingang des Hotels. Und wenn man hier vom Eingang aus, Moment, umdrehen muss ich jetzt hier. Wenn man vom Eingang aus hier vorwärts läuft, dann hat man diese riesigen Fenster, die da vor einem sind, und da diese Sitzecke, die im Boden eingelassen ist, und darüber dann halt einfach dieses Schloss. Tagsüber ist es dann natürlich nochmal was ganz anderes, aber abends ist es auch mega geil, weil es so schön beleuchtet wird. Ja, und wenn man jetzt hier zur Seite geht,
Dann ist hier die Bar. Also hier könnt ihr sehen, da kann man sich hier an die Bar setzen und Drinks bestellen. Und derweil natürlich dann auch immer noch wieder hier das Schloss angucken. Da oben könnt ihr es wieder sehen. Vom Barcounter aus. Und diese Bar ist auch mega, mega stylisch. So schaut es aus. Wieso wird das Schloss kleiner, wenn man näher rangeht? Keine Ahnung. Kann mir nicht vorstellen, dass es kleiner wird. Genau. Und dann ist hier so der Eingang zum Restaurant. Diese Türen, die hier zu sind, mit den unterschiedlichen Mon heißen diese Teile, das sind die Familienwappen. Da ist die offene Küche dahinter. So, also beim Frühstücksbuffet zum Beispiel wird das hier geöffnet und dann ist da das Frühstücksbuffet dahinter. Jetzt sind natürlich sehr, sehr viele Leute hier, das heißt, ich kann euch das Restaurant schlecht zeigen, aber so könnt ihr es euch so ein bisschen vorstellen. Und eigentlich kann ich hier auch kurz rausgehen. Dann kann ich euch das nochmal ohne die Glasscheibe zeigen, von vorne raus. Hier ist nämlich eine Tür und die sollte eigentlich auch offen sein. Genau. Da, so schaut das hier aus. Da oben haben wir hier das Schloss wieder, wie ihr es sehr schön sehen könnt. Und hier unten, das ist Wasser, da spiegelt sich das Schloss sehr schön, wie ihr das auch hier sehen könnt. Und also auch insbesondere frühmorgens ist diese Aussicht unglaublich mega geil mit dem Schloss, das sich da dann im Wasser spiegelt, wenn es ganz windstill ist und so. Hier ist übrigens auch Feuer, da brennt Feuer. Und hier, so schaut das Hotel aus. Eines dieser Zimmer da hinten wird mein Zimmer sein. Es ist mittlerweile ein bisschen frisch hier draußen, aber es ist einfach so wunderschön alles hier. Ich bin auch ganz alleine hier auf dieser Terrasse. So schaut es hier aus. Da drüben könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen das Restaurant sehen, wie das von hier außen aus aussieht. Von außen aus aussieht, ist auch witzig. Also dieses Hotel hier ist wirklich mega, mega fotogen. Also da will man auf jeden Fall Fotos machen. Genau. Ah, Nathalie sagt, sie muss leider weg. Aber schau mir heute Abend den Rest an. Ich glaube, so viel Rest wird es gar nicht mehr geben, Nathalie. So viel wirst du nicht verpassen. Ich habe euch jetzt nämlich so ziemlich alles gezeigt, was ich euch zeigen kann. Und ja. Ich könnte mich da jetzt noch hinsetzen und irgendwie was zu trinken bestellen, aber ich habe mir auch mittlerweile mein Hals tut mittlerweile weh, ich habe den ganzen Tag geredet. So, das hier ist nochmal ganz kurz hier der Check-in-Bereich mit diesem wunderschönen, riesigen, runden Fenster hier. Und auch das eben alles ganz, ganz wunderschön stylisch eingerichtet. Ganz, ganz toll. Und hier dann jetzt eben wieder zur Lounge, wo man sich dann hinsetzen kann und ausruhen. Da setze ich mich jetzt noch mal ganz kurz hin, um noch mal ganz kurz eure Fragen zu beantworten. Schauen wir mal. Da, wo ich vorher saß, das war so am besten, glaube ich. So. Nochmal Kommentare lesen. Ich scroll nochmal ganz kurz. Außerdem ändere ich die Kameraseite.
Okay. Hamster sagt, Flughafen Tokio, circa 17 Kilometer zum Hotel. Was würde ein Taxi kosten? Ist schon teuer. Normalerweise ist es so, die beiden Flughäfen haben Standardpreise vom Flughafen in die Innenstadt. Und ich weiß auch nicht, welcher ist denn der Flughafen? Tokio, Haneda oder Narita? Daran ist dann nochmal der Preisunterschied fast doppelt wegen der Nähe zur Stadt. Daniel sagt, sehr, sehr schönes Hotel. Shoshinjo sagt, ui, nice Aussicht. Ja, auf jeden Fall. Flynn, die Lobby sieht echt super aus, finde ich auch. Svenja, warum das kleiner wird, weiß ich nicht. Und Werner sagt, prüf mal nach, welche Busse fahren. Bei meiner letzten Tour von Narita nach Tokio sind 256 Euro fällig gewesen. Mit dem Bus habe ich knapp unter 20 gezahlt. Genau, Busse, Bahnen sind sehr gut. Elena sagt, sehr nice, Hamster, liebe Lena. Möchte mich herzlich für die Auskunft bedanken. Immer gerne doch, Hamster. Du darfst gerne alles fragen. Kartonkopf sagt, wow, wunderschön das Schloss. Flynn, wie gerne ich da gerade Fotos machen würde. Echt super schön. Ja, genau. Das bietet sich halt echt zum Fotos machen an. Nathalie, sagte ich, sie muss leider weg. Prea, wechselt man in Japan eigentlich von Sommerzeit nach Winterzeit? Nein, wir haben sowas überhaupt nicht. Deswegen ist das sehr, sehr angenehm. Hamster sagt Flughafen Haneda. Dann ist es nicht so wahnsinnig teuer. Vom Flughafen Haneda sollten es so ungefähr 110 Euro ungefähr sein, glaube ich. 44 Zuschauer, yay! Genau, jetzt sind es nur noch 41. Aber wie gesagt, ich mache jetzt auch Schluss, weil mir wirklich langsam die Stimme versagt. Ich hoffe, ich habe euch Luxushotels in Japan ein bisschen schmackhaft machen können. Und bedanke mich bei allen von euch, die heute beim Livestream dabei waren. Nächste Woche wird er wieder ausfallen. Also ich meine, er ist jetzt diese Woche nicht ausgefallen. Ich habe es extra für euch gemacht. Aber nächste Woche filme ich für das ZDF am Sonntag. Und da werden wir den ganzen Tag und abends auch unterwegs sein. Und da werde ich keine Zeit haben zum Livestream filmen. Das Problem ist, dass ich auch am Samstag unterwegs sein werde und auch am Freitagabend unterwegs sein werde und auch am Montagabend unterwegs sein werde. Das heißt, ich habe auch keinen anderen Tag, auf den ich irgendwie ausweichen kann. Das heißt, ja, Livestream nächste Woche wird leider tutto completo ausfallen. Das tut mir echt leid. Aber hoffentlich dann die nächste Woche wieder. Und damit lese ich nochmal ganz kurz eure Kommentare, bevor ich gehe. Danke für das Video und schönen Abend gleich noch. Schone deine Stimme. Ja, ich tue mein Bestes. Ich bin so viel am Reden, wenn ich guide, da stirbt mir irgendwann die Stimme. Prea winkt. Flynn sagt, hab noch einen schönen Abend und schone deine Stimme etwas. Danke für den tollen Livestream. Gerne doch. Shoujinjo sagt auch tschö, schlaf gut und danke für den Stream. Gerne, gerne. Grüßli aus der Schweiz. ZDF gibt es einen Beitrag. Ach so, ja genau. Ich werde bei Hallo Auswanderer dabei sein. Da wird es eine Folge geben über Japan. Ich werde diese Informationen auf jeden Fall teilen, wenn sie feststehen, wann sie ausgestrahlt werden. Elena wünscht gute Besserung und viel Entspannung im Onsen. Das ist jetzt mein nächster Stopp. Monte, schone deine Stimme und werde gesund. Viele Grüße von uns vier. Dankeschön, viele Grüße an euch vier zurück. Daniel sagt danke, bis bald. Und Werner, wann wird gesendet? Kannst du das bitte posten? Das weiß ich noch nicht, aber ich werde das posten, wenn ich das weiß. Und Elena sagt das Gleiche. Gibt es Infos, wann das im ZDF gezeigt wird? Nein, das weiß ich noch nicht, aber wenn ich es weiß, dann werde ich es Bescheid sagen. Okay, und damit bedanke ich mich beim Zuschauen, fürs Zuschauen bei euch allen und wünsche euch auch noch einen wunderschönen Sonntag. Wunderschöne zwei Wochen, bis wir uns dann in zwei Wochen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.